Also mit Tuchfühlung nach vorne und mit der 22 Julie Carrasco-Collin, 29 Jahre, aus Aime in Frankreich, und ihre Landsfrau Sandrine Bailly. Ja, jetzt eine schnelle Schlussrunde. Das könnte reichen für eine Top-10-Platzierung, für sich vorne anzubieten. Um aufs Podest zu springen, da müsste sie noch mächtig Gas geben, Sandrine Bailly. Knappe halbe Minute, ihr Rückstand 28,6 Sekunden als Daria Domracheva. Hilft alles nichts. Sandrine Bailly mit ihrem Finish, gute Platzierung. Jetzt kämpft sie sehr eng beieinander. Sie sehen, wie schnell die Namen da unten durchgelaufen sind. Aber vor Tora Berger kommt sie ein. Kompliment für Sandrine Bailly. Kommt langsam in die Form vergangener Tage. Und Anna-Karin Olofsson. Unwiderstehlich. Ja. Sie holt Meter für Meter, baut sie ihren Vorsprung aus. Gut für Simone Hauswald, die sich jetzt hier anhängt, aber mit ihren drei Fehlern ja im stehenden Anschlag weit zurückliegt. Die Teilung bei Anna-Karin Olofsson optimal. Da passt alles zusammen. Das sind diese Tage, an denen man Rennen gewinnt. Schauen Sie auf die Zeit, da ist viel Luft. Auf Olga Medvedeva, gleiches Schießergebnis. Jetzt kommen Sie hier gemeinsam herein, Simone Hauswald und die neue Führende, Anna-Karin Olofsson-Siedek aus Schweden.